heiße Melanie Behringer, spiele beim FC Bayern seit 2014. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich bin eher eine zurückhaltende Person. Bin hilfsbereit, versuche eigentlich schon, dass sich auch gerade die Neuen wohlfühlen. Ja, helfe ihnen eigentlich immer, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Ja, auf jeden Fall. Also Glaube ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich im Leben. Und ja, das gibt mir einfach, egal ob es positiv läuft oder negativ, immer einen Halt. Ja, ich denke, da ich eine zentrale Position spiele, ja, habe ich eine sehr gute Übersicht, kann das Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut organisieren. Ich habe eine ganz gute Schusstechnik, Schussstärke auch. An einem freien Tag schaue ich, dass ich so lange wie möglich schlafen kann. Aber meistens geht es eh nur bis 8. Dann stehe ich auf, frühstück normal und lerne meistens noch ein bisschen Sprachen, also ich lerne ein bisschen Spanisch. Yo soy Melanie. Ich heiße Melanie. Ist einfach. Ja, das hat auf jeden Fall was. Ich glaube, das bringt uns auch die nötige Lockerheit, weil jeder Typ irgendwie schon was anderes ist. Und ich glaube, es ist auch echt gut, wenn es nicht zu viele Deutsche sind, weil die sind dann alle meistens von einem Schlag. Und so haben wir doch ein bisschen ja, Multikulti drin. Mit der Mannschaft, also mit Bayern München natürlich die Champions League zu gewinnen. Das wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein, weil wir schon raus sind, aber natürlich das Ziel für nächste Saison, weil der Titel fehlt mir noch. Und international natürlich dann nächstes Jahr Olympia. Und da wäre natürlich eine Medaille überragend. Mein bitterster Moment war ja, in der WM, also in Deutschland so früh rauszufliegen. Das war schon sehr, sehr bitter. Und wenn ich an Bayern denke, dann war das 2009, glaube ich, wo uns ein Tor gefehlt hat zur deutschen Meisterschaft. Das war sehr, sehr bitter. Ja, und das werde ich auch nie vergessen. Es fing eigentlich an der Nationalmannschaft, dass ich da aufgrund von meiner Position, da habe ich links außen gespielt, also Mittelfeld. Da hat man einfach die Nummer 7 gekriegt und in der Nationalmannschaft hatte ich sie dann eigentlich ja, die ganze Zeit. Und jetzt will ich die 7 eigentlich nicht mehr hergeben, weil irgendwie ist sie für mich schon was Besonderes. Also einen Wunsch hätte ich gerne. Ich hätte gerne eine eigene Familie, Mann, zwei Kinder. Ja, das wäre so ein Wunsch für spätestens 10 Jahre.